Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, ich habe mich mal auf die andere Seite gepackt, damit ihr hier die Werte von unserem Team sehen könnt. Wir haben letztes Mal ja schon so ein bisschen in das Spiel reingeguckt. Kann ich das Team größer machen oder habe ich wirklich nur zwei immer? Komm, dann kämpfen mal die Brüder. Ja, letztes Mal haben wir so ein bisschen in das Spiel reingeguckt. Ich werde dieses Projekt im Übrigen versuchen so zu halten wie bei Xenoblade, so 20, 30 Minuten. Wir haben hier schon was gefunden. Was ist da? Es leuchtet hier. Da hinten ist ein Bonbon mit roten Augen. Hallo. Oh, ich habe einen Kampf angezettelt. Die Sequenz ist cool. Aber ich hoffe, ich muss die mir jetzt nicht jedes Mal angucken, wenn ein Kampf angeht. Besiege alle. Teamverwaltung. Sehen wir uns die Teamverwaltung an. Hier kannst du aussehen, wem dein Team gehört. Warum habe ich nur zwei zur Auswahl? Ach so, ich kann noch einen dritten auswählen. Oder? Nee. Ich habe tatsächlich nur zwei zur Auswahl. Beim vorherigen hat man wenigstens dreimal gehabt. Na gut, los geht's. Ja, gegen einen Bomben umrasen und ihn werfen. So kennt man sie. Okay, wir machen es mal so. Heldensicht. Ja, die coole Sequenz. Dann nehme ich Luigi, mache den Sprung. Flieg hoffentlich bis zu einem Bomben rüber. Riss. So, dann mache ich mal den Bonbon fertig. Töte mich selber. Perfekt. Und dann mache ich den da mal fertig. Ich habe ja die Heldensicht an. Also passt schon. Beide haben Geld und XP bekommen. Fertigkeitenprisma erhalten. Du kannst deine ersten Fertigkeitenprisma. Du hast deine erste Fertigkeitenprisma freigeschaltet. Du kannst den Fertigkeitenbaum verwenden. Tut mir leid, Deutsch ist eine schwere Sprache. Okay. Ah, okay, sie nutzen alle selber welche. Okay. Ich würde gerne erstmal die Helden sich verbessern. Ja, ich will auf dem Fertigkeitenbaum. Huh? Oh. Waffenreichweite. Dafür war Luigi schon im vorherigen Spiel bekannt, dass er Reichweite hat. Kann ich bei dir die Heiltechnik höher machen? Das braucht zwei.
Oh. Machen wir mal bei ihr das hier. Erschöpfungs-Cooldown. Ja, Technik mit weniger Cooldown bin ich generell immer gut. Ich mache mal bei ihr den Waffenschaden höher. Und bei dir mache ich auch mal hier die Technik besser. Okay, man hat Waffenskins, habe ich natürlich noch gar nichts. Wir sollten uns aber eventuell erstmal um unsere Hauptaufgabe kümmern. Die Werbezieher am Regenschirme. Ja, bei dir kann ich ja Sachen kaufen, hieß es. Habe ich meine audiovisuellen Empfangsgeräte oder sehe ich hier ein paar anspruchsvolle Kunden mit einem feinen Gespür für gute Qualität? Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Werbblindheit, wie ich es nenne. An sie gebe ich Rücksendung oder Restposten raus. Und trotzdem wollen sie jedes Mal über den Preis verhandeln und Treuepunkte sammeln. Und das mir mit 6 kleinen Krämerbots zu Hause. Ich kann es mir nicht leisten, ihnen alle Schuhe zu kaufen. Deshalb müssen sie sich welche teilen. Aber beklage ich mich darüber? Nein. Ich mache weiterhin unglaubliche Angebote. Zum Beispiel bekommen neue Kunden auf Streich und 2 super Pizza gratis. Mein Verlust ist euer Gewinn. Aber wenn ihr danach jederzeit eine Teamheilung haben wollt, müsst ihr bezahlen. Jederzeit, nur nicht im Kampf. Wie fandet ihr meinen Roboter? Okay. Dafür braucht man irgendeine spezielle Währung. Ich kann auch Sachen verkaufen. Oh, das hätte ich gerne. Und davon will ich auch einen haben. Was man hier alles kaufen kann. Okay. Man kann sehr interessantes Zeug bei ihm kaufen. Ich muss ja dem Dorf jetzt erstmal helfen. Aber ich muss auch die Bomben ausschalten. Ach komm, gehen wir erstmal da hoch. Hilfe, Hilfe. Genau. Einfach draufhauen. Es gibt Quicktimes? Um Gottes Willen, so viele Bomben. Die sollten sich doch vom Prinzip her gegenseitig umnieten können. So, probieren wir mal jemand anderen jetzt aus. So, dich nehmen. Tschüss. So, jetzt nehme ich dich. Werf dich dahin. Feuer frei. Reichweite. So, und die Helden sich aktivieren. So, komm doch her. Nehmen und wegwerfen. Stucki.
Easy. Also Peach finde ich richtig gut bisher. Die hat sehr viel Fläche getroffen. Okay, so random Leute lese ich glaube ich nicht vor. Ich lese nur spezielle Charaktere vor, die auch einen Namen haben. Okay. Wir brauchen Sonne. Da kam was aus dem Meer. Neue Hauptaufgabe. Hier sehe ich nur Aufgaben und Ebenen, ne? Okay. Wir haben offenbar noch sehr viel zu finden. Das bin ich. Es gibt Herausforderungen. Darüber kriegt man diese Münzen. Okay. Diesen Herausforderungen möchte ich mich versuchen. Sind wahrscheinlich diese Flaggen hier. Ah ne, darüber kann ich mich teleportieren, offenbar. Die geben Sternenteile. Nett. Hallo, Herr Rabbit. So, die lassen wir mal runter. Schütteln wir den Baum. Lecker Sternteile. Schade, ich wollte den Wasserfall runter. Was ist das denn? Muss das da rein? Viereckiges kommt doch ins Dreieckige, oder nicht? Wie mache ich das Zeug denn weg? Das muss auch irgendwo hin. Wo wir das rein? Aber jetzt habe ich auf jeden Fall gesehen, wie die Herausforderungen aussehen. Ein guter Teddybär. Oh, ich kann in die Häuser rein. Hier ist es ja dunkel. Haben wir ihn da gefunden? Ziehen! Kellerschätze. An die Herausforderungen können alles Mögliche sein. Ich dachte erst, es wären Kämpfe. Wie bei dem alten Spiel. So, jetzt habe ich eine dieser komischen Münzen. Schauen wir mal die Häuser hier alle an. Mein Gott, hier ist es dunkel. So, hier war, glaube ich, noch ein Haus. Ne, zwei. Da kann ich nicht rein.
Häng ich den da rein? Ja. Hallo, hey, Rabbit. So intelligent habe ich die Rabbits gar nicht in Erinnerung. Sonst konnten sie eigentlich noch machen. Was ist hier die Herausforderung? Ich sehe da auf jeden Fall eine. Ich habe im Übrigen in den Optionen schon gesehen, das werde ich wahrscheinlich noch machen, dass man einfach hier auf Tastendruck machen kann. 3, 4, wo ist Nummer 6? Einen Moment, das mache ich jetzt eben kurz. So, jetzt habe ich das auf Umschalten, auch was die Fütterung angeht, offenbar. München, ja. Außerdem sollte ich mein Team verbessern können. So, dich soll ich, wenn, ausbessern. Das wäre bei ihr eigentlich ganz gut aufgehoben. Bei der Schild von ihr, falls er wie im vorherigen Teil ist, der hat ja den Angriff von anderen abgefangen und dann auf sich gelenkt. Was mache ich hier mit? So, da vorne war noch eine Herausforderung. Ach so, ich soll die ganzen Bonbons nur beseitigen. Ja, das kriege ich hin. Boah, sieht die Map geil aus. So, ich probiere jetzt mal noch die anderen beiden Rabbits aus. Marius Krieger. Ich finde es interessant, dass die Rabbit-Versionen sprechen können und die normalen nicht. Was habe ich denn als Fähigkeit? Okay, weniger Schaden für alle. Kann man ja mal machen. Breakdance! So, und der Schild. Ja. Funktioniert ungefähr so, wie ich es mir vorstelle. So, die Bombe kann ich tackeln. Ich. So, jetzt mache ich dich fertig. So, mit ihm tackle ich die andere Bombe und schmeiß sie nochmal in den anderen rein. Schluck. Und er kämpft jetzt mit dem Frisbee. Das mit der Schöpfung, das klingt auch nice. Es ist gut, dass die XP auch ungefähr gleich verteilt wird. Also, dass jetzt die auf dem mit der Bank nicht weniger bekommen. So, dann schütteln wir noch die Bäume, die sie hier so schön leuchten. Was ist das denn? Das gehört bestimmt hier unten rein. In die runde Aushöhlung hier. Sieht doch schon so aus. Ja. Okay, die Rätsel in dem Spiel sind nicht besonders schwer. Komm schon. Oh, ein Pilz.
So, wir müssen noch die Punkte vergeben und wir werden im nächsten Kampf auf jeden Fall noch Rabbit Mario ausprobieren. Dann weiß ich nämlich wenigstens, wie alle Charaktere so drauf sind. Rabbit Peach will ich auf jeden Fall drin behalten, weil die richtig harten Flächenschaden hat. Rabbit Mario hat das zur Not auch und das im Doppelpack. Noch bei ihr auf jeden Fall die Technik höher. Die Heldensicht will ich sowieso auf Maximalschaden haben. Bei ihr warte ich einmal, weil ich die Heiltechnik aufbessern will. Kraftpunkte habe ich im vorherigen Spiel auch schon immer als letztes gemacht. Ich mache mal den Bewegungsradius höher. Im Übrigen, bitte spoilert mich nicht zu dem Spiel. Ihr dürft mir Tipps geben, aber nicht spoilern, bitte. Ja, auf jeden Fall die Reichweite von diesem Mega-Effekt erhöhen. So, dann wollen wir noch eben kurz die Bonbons hier ausschalten, die hier rumrennen. Tschüss! Aber ich würde sagen, auf jeden Fall würde ich mit Mario spielen. Eventuell mit beiden Marios oder mit Mario und Peach. Je nachdem, was der Rabbit Mario jetzt kann. Ah, okay, der kann so gesehen zurückprügeln. Erstmal gucken, wie weit kann die? Okay, die kann bis dahin. So, dann aktiviere ich den Gegenschlag. Er ist ein Boxing-Champ, okay. Dich mache ich dann noch fertig. Oder auch nicht. Ich mische dahin. So, dann machen wir da aus einer Kombination. Und dann lasse ich den Gegner jetzt dran sein. Ah, okay, das fängt den Schaden nicht ab wie im vorherigen Teil. Warum hast du dich nicht einfach hinter mir an die Wand gestellt? Die Bots sind manchmal so merkwürdig. Ah, der ignoriert auch die Wände. Okay, dann müsste man wirklich immer darauf achten, welchen Charakter ich nehme. Der Schild von Peach ist auf jeden Fall sehr stark, weil er den Schaden ja offenbar komplett aufhebt. Ich schütte jetzt noch hier. So, wo war der Bonbon-Pase? Wer wollte die Bomben weghaben? Der hier. Müssen auch einen da weg? Dachte, ich hätte drei vernichtet. Naja, egal. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.